Und Svenja Mann kommt da mit Power, aber geblockt von der Nummer 25. Von Annalena Bergmann. Und erneut eine Parade sehen wir. Ja, sie versuchen erneut den, über den Kreis und die Halbspieler. Kreis ab. Mireia Torres mit dem Spielzug und Zeitspiel angezeigt. Svenja Mann mit Power und das war eine Granate. Unglaublich. Catch geht mit 26. Der Ball läuft durch die Catcher-Reihen. Und der Pass an den Kreis und Tor. 9 Sekunden vor Schluss erhöht Catch auf 27 zu 25. Auf Arm von Marlene Tucholke oben ranzukommen ist auch nicht so leicht. Das stimmt, muss man dazu sagen. Der hängt schon ganz schön hoch. Ja, ja, schönes Ding von Ascha gerade. Schönes 1-1. Kannst du da vielleicht ich glaub, das ist bestätigen, immer dass es ein bisschen leichter ist auf Rekord. Auf jeden Fall. Ah, und sie hat ihn und wieder. Wieder Nele Kurz. Ja. Auch das macht sie immer wieder hervorragend. Ja, und da kann sich leider ein roter Faden über die komplette Spielzeit. Jetzt nochmal eine Verzweiflungstat mit positivem Ende. Drei. Und da ist der Treffer. Das ist natürlich denkbar unglücklich. Dann den Abschluss suchen, dass wir da vollzählig sind. Aber aufs leere Tor und der Treffer. Da war ich etwas vor, Alec. Mach mal einen ab. Ja. Oh, der geht genau im Winkel, ja. Ja, schön geworfen. Ja. Der hat genau gepasst. Oh, stark. Annalena Kessler. 2 von 2 heute. Schöner Pass. Super Pass, ja. Jawohl. Überzahl. Ja, Überzahl. Ja, schön. Oh, super. Der war super schön. Im Gegenzug. Da ist durch, frei, da ist eine große Lücke. An den Kadenbach waren Schützen weit vorne, um da aushelfen zu können. Genau, und ja. Solange ich dann jetzt erstmal raus bin, bildet man jetzt Simone mit Anna das Gespann. Sehr schöne versteckte Wurf clever von Elisa Burkholder, die nach dem Treffer von Sascha Fackel dann direkt wieder den alten 4-Tore-Vorsprung herstellt. Da haben wir jetzt Glück gehabt. Dabei das ist Zeitspiel auf unserer Seite. Ja, schade, auch schöner bleibt, Block von Berlin in der Abwehr. Direkt der Gegenzug. Da sind übrigens auch Gemeinsamkeiten aus der Vergangenheit. Michelle Steves, Hannah Kamp und Tashi kennen sich noch. Jetzt können wir wieder auffüllen und blocken direkt den ersten Unterarmwurf. Schön. Und wird direkt zu einem Tempo-Gegenstoß eingeleitet. Kleiner auf Simone. Mutiger Pass, aber perfekt gespielt. Sogar noch mit dem falschen Bein abgespielt. Schon so ein paar Spiele. Jetzt läuft Berlin da einfach durch. Beim Spiel. Jawohl, genauso. Sau stark. Sehr stark, Mädels. Jetzt ist die Mainzer Mannschaft wieder drin. Klingt leider nicht. Ja, und die bin mit sehr, sehr viel Tempo. Lassen den Ball gut laufen. Und finden auf Außen Fabian Büch. 4. Treffer bereits von ihr. Starke Anfangsphase. 5:1 die Führung. Ja, bisher. Ja, wirklich starke Parade von Ann Rammer. Aber Pech gehabt. Ball zurück zu Vanessa Nagler. Die kann den Nab. Ja,
Oh, schön gespielt von Santina Sabatnik am Kreis. Und Jasmin Eckert setzt sich super durch, trotz des Stoßes in kurze Pause auch für Mathilda Ehlert. Ja, bei zwei Wechselspielern im Angriff. Ja, da braucht jeder auch mal seine Pause. Ja, aber wieder schön auf rechts außen gespielt. Ah, ja, diesmal Olivia Kaminska. Oh, da ist ein Scheunentor offen gerade. Und das nutzt Lenas Punkt. 1 kommt von Harris Lee. Ist das viel günstiger, wenn man ein bisschen weiter vorne steht. Kannst du denn eher noch den Schritt nach vorne machen? Ja. Ah, tolle Bewegung gegen die Hand von Prüdens Kind. Dresden ins kurze Eck. Ja, Mann, Dresden mit der 11 verkürzt für HBC auf 12 zu 22. Und das am zweiten Kreis. Der Übergang von Michelle Breitbart, aber ein Tor pariert von von Jula Zietz. Ja, schön gehalten. Schöner, Pass. Schöner Pass von Jule Samplonius. Oh, und toller Treffer von Fenner. Ja. Rückwärts einfach mal weggeworfen. Infos, schönes rein. Tor, ja. Schöner Pass. Toller Pass, ja. Super gespielt. Ja, von Matita Jesov, Marie. Erzielt das 20 zu 29 für den TSV.